Hallo draußen, es ist wieder der Strong und der Flex von Strong und Flex TV. Und weil ja demnächst das Wetter wieder spitzenmäßig wird und es gilt wieder Arm zu zeigen, zeigen wir heute eine Arm- bzw. Bizepsübung, und zwar eine, die ihr ohne große Hilfsmittel machen könnt. Das Einzige, was ihr braucht, ist, das sollte jeder zu Hause haben, ein Handtuch. Ein großes. Für den Strand oder das Freibad. Oder für Bizeps-Curls. Los geht's! So, du wirst es denen zeigen, oder? Das heißt, ich bin nur der Lappenmann. Handtuch. Der Handtuchhalter. Genau, das kann ich gut. Dann mache ich mir keine Sorgen. So. Dann, also jeder, der so einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn hat wie ich und so einen Sprachfehler, der sollte sich an der Wand anlehnen. Macht dann auch noch dahingehend Sinn, dass man nicht irgendwie das Pendeln und Schwingen anfängt und etwas mehr Spannung reinbringt in die ganze Sache, wa? Na, so, dann braucht man seinen Handtuchhalter, der einem das Handtuch gibt. Ohne das geht's nicht. Ohne das kann man die Übung nicht machen. Dann, also für mich wäre schöner, wenn das Handtuch noch länger wäre, weil dann würde nicht rauskommen, dass ich ein unbeweglicher Kerl bin, aber egal, ihr greift ganz hinten. Die großen waren zu teuer. Ich weiß. Und die Handflächen zeigen nach oben, also nicht von oben hin hingreifen. Dann könnte man auch so machen, heute wollen wir aber von unten greifen. Dann mit einem Füßchen in das Handtuch reinsteigen. Wir bleiben schön angelehnt, drehen die Handfläche nach oben, den Ellbogen an den Körper ran, das Brustbein trotzdem rausdrücken. Ja, und mit der... Ja, schön. Mit der Ausatmung wird das Bein nach oben gezogen. Ihr könnt jetzt selber steuern, wie viel Gewicht ihr dagegen geben wollt. Mit der Ausatmung hoch und beim Einatmen langsam ablassen. Die Phase könnte man jetzt natürlich auch, die abnehmende Phase, die exzentrische Phase, könnte man jetzt natürlich auch super betonen, indem du einfach hochziehst, mit aller Kraft dagegen hältst, das Bein runterdrückst und deine Arme langsam öffnest. Genau, das Bein hat logischerweise mehr Kraft und die Arme haben in dieser nachgebenden, in dieser exzentrischen Phase auch mehr Kraft. Und das ist eigentlich auch das Coole an dieser Übung. Ja, und das ist, wenn man es so macht und sich jedes Mal den Arm öffnet, du hast keine Chance gegen dein Bein, dann kommt hier richtig gut Spannung rein. Ich kann auch mal die Wand sein und dann kannst du das noch kurz im Profil zweimal zeigen. Bist du eine stabile Wand oder bist du so eine Ami-Pappwand? Okay, also leicht dagegen gelehnt. Dann schütteln unten und Arm beugen und mit dem Bein dagegen drücken. Okay, auch darauf achten, jetzt hier keine große Bewegung in den Bizeps rein, also eher in den Ellbogen rein, sondern der bleibt an einer Stelle und dagegen halten. Ja, jedenfalls die Arme ein bisschen an den Körper pressen, sodass wirklich nur der Unterarm sich bewegt aus dem Ellbogengelenk heraus. Genau. Das Schöne an der Variante ist, dass das Handtuch auch wirklich hilft, euch in der Position zu halten, wenn ihr nicht nach außen könnt. Nein, das Handtuch wird euch jedes Mal nach innen ziehen. Ja. Ja. So viele wie ihr schafft, könnt ihr ja selber einteilen euch. Wenn es so ein bisschen ums Formen geht, dann ruhig 15 bis 20 machen. Wenn ihr ein bisschen dickere Arme haben wollt, um die 10 Wiederholungen. Und 2 Sätze. Bis 3. Bis 3. Ihr könnt steuern mit eurem Bein. In dem Sinne, viel Spaß damit. So, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und du hast deine Arme hübsch gemerkt. Und jetzt dürftest du gerne das noch insofern quittieren, als dass du das Däumchen hoch geschwind drückst. Den Abonnier-Button drückst, falls du noch nicht schon Abonnent bist. Genau. Guck doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Das wäre auch toll. Und auf jeden Fall solltest du dir das letzte Video anschauen. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.